Ganz verängstigt sitzen diese beiden geretteten Hunde auf der Rücksitzbank eines Autos. Doch zumindest sind sie am Leben, denn die vielen Brände auf der griechischen Insel Rhodos haben ihr Zuhause komplett zerstört. Zahlreiche Freiwillige kämpfen Tag und Nacht gegen die Flammen, teilweise mit spärlichen Mitteln, nur um etwas zu tun. So wie diese Frau, die gezeichnet ist von den Strapazen durch die dramatische Situation. It's very hard because we have no sleep, not at all. 7 days now. We try not just in this area. We try to go all over the island in the burned areas and save, also feed the animals are alive in the mountains and the hills. Auch Gabriel und Babis helfen mit und haben gerade einen Welpen gefunden. We are volunteers. 1 week now. We are trying to do our best. Doch dann muss das Interview abgebrochen werden. The fire is coming. So it's dangerous now. Okay. Yes. Aber zumindest haben diese zwei Vierbeiner das Schlimmste nun wohl hinter sich und können hoffentlich bald wieder draußen mit ihren Familien herumtollen.